Für Millionen Heizungen gilt, wer jetzt modernisiert, bekommt Geld vom Staat. 0800 0 20 30 00. Jetzt kostenlos beraten lassen. Denn Klimaschutz lohnt sich. Buderus. Heizsysteme mit Zukunft. Das RTV-Judo-Team ist heute zu Gast im Enjoy hier in Remscheid-Lennep. Und ich habe einen der Macher des Judo-Teams bei mir, Cedric Pick. Cedric, wieso seid ihr hier? Ja, Kraft und Kondition ist etwas Elementares beim Judo neben dem Kampf- und Techniktraining. Und deswegen nutzen wir immer wieder gerne die Möglichkeiten, die wir im Enjoy in Remscheid-Lennep haben, um uns eben auf Topform zu bringen bzw. in Topform zu halten. Und deswegen sind wir gerne und regelmäßig hier auch heute wieder und nutzen die Sommerpause, um uns bereit zu machen fürs große Saisonfinale, das dann im September ist. Genau, das Saisonfinale steht an. Den letzten Heimkampftag hast du ja verpasst, aber ein toller Sieg gegen Sprengberg rausgekommen. Was rechnet ihr euch da jetzt noch aus im restlichen Teil der Saison, in der Aufstiegssaison? Ja, die Bundesliga ist in diesem Jahr total spannend, weil sich viele auch im Kreis schlagen. Das heißt, es ist tatsächlich noch alles möglich. Durch diesen 11-3-Erfolg haben wir uns wieder komplett zurückgebracht, auch in die Erfolgsspur und auch in die Situation, wieder oben angreifen zu können. Wenn wir jetzt in Bottrop am 24.09. unseren Auswärtskampftag gewinnen sollten, haben wir den Kampf ums Final Four gegen den direkten Konkurrenten aus Witten in der Sporthalle Neuenkamp am 1.10., das große Saisonfinale. Und das in der ersten Erstligasaison. Da kann ich nur appellieren und sagen, Leute, kommt vorbei, das wird ein Spektakel. Und das wird ein Spektakel. Und ich gehe mal zu zwei der Kämpfer rüber. Danke dir, Cedric, dafür. Karl-Richard Frey sowie Alexander Witteczak. Alex, wenn ich mit dir anfangen darf, gegen Sprengberg. Ganz wichtig, ne? Strategisch gekämpft und wichtige Punkte geholt, oder? Haben wir, glaube ich, alle, ja. Wir sind jetzt wirklich ein Team, was glaube ich, von Kampftag zu Kampftag immer mehr zusammenwächst. Und da sieht man auf jeden Fall dann im Endeffekt an der Tabelle. Das funktioniert. Du hast den letzten Kampftag ja leider verpasst, du warst andersweitig unterwegs, musstest sozusagen international kämpfen, aber wie sind die ersten Wochen und Monate mit dem RTV-Judo-Team für dich gewesen? Also bisher hat es mega Spaß gemacht, mit dem Team zusammen in der Halle zu sein, das zu verfolgen, wie es da abläuft, auch im Team lernen andauernd neue Leute kennen und wie Alex schon sagte, wir wachsen immer mehr zusammen und es macht Spaß, ja, und es ist ein junges, aufstrebendes Team und das motiviert, ja. Zwei Kampftage gibt es noch. Was setzt man sich so persönlich für Zielsetzungen oder was setzt man sich für Zielsetzungen als Aufsteiger in der ersten Saison? Also Zielsetzung sollte sein, dieses Jahr ins Finale zu kommen. Ja, Top 4 zu kommen dieses Jahr wäre schon echt eine super Leistung. Und wir sind schon weit gekommen bisher und ja, dann noch einen draufsetzen. Wäre gut, ja. Also Karl-Richard sagt, Final Four will man erreichen. Alex, was sagst du? Sollte immer das Ziel sein, auf jeden Fall. Das Wichtigste ist einfach, dass wir als Mannschaft zusammenhalten und einfach das Bestmögliche von uns aus versuchen zu erreichen und dann, was im Endeffekt rauskommt, werden wir sehen. Männer, vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Also, das RTV-Judo-Team bereitet sich vor. Die Männer strampeln hier so gut sie können. Also, die letzten zwei Kampftage warten. Heute sind sie zu Gast im Enjoy in Remscheid-Lennep.